Ja Leute, hallo. So, heute wollte ich euch mal zeigen. Bäh, bäh, bäh. Leute, hallo. So, heute geht's mal um. Ja Leute, hallo, seid gegrüßt. So, heute wird das mal ein kurzes Sammelvideo und zwar wollte ich euch mal drei Sachen zeigen. Punkt 1, Hygiene wurde sehr oft gefragt, wie wir das Ganze mit den Toilettengängen machen. Punkt 2, der Spalt zwischen Markise und Auto, wollte ich euch mal zeigen. Wie wir das machen und halt doch mal den Sappel! So, da fangen wir an mit dem Thema Toilettengänger. Für alle, die im Allgemeinen ein bisschen zarter beseitet sind oder ein bisschen etepetete sind, den würde ich empfehlen, das Video abzuschalten. Denn ich erzähle euch jetzt einfach so, wie wir es wirklich machen. Und nein, wir haben draußen nicht eine portable Keramikschüssel mit Klopapier und allem, sondern das Ganze wird ein bisschen einfacher gehalten. So, eine Variante ist natürlich, was wir immer dabei haben, ist ein ganz einfacher kleiner Klappspaten. Das ist so ein Mini-Aluspaten. Nein, das ist keine Kacke, das ist Dreck. Und der ist schön stabil. Und wenn man einfach mal im Wald ist, gräbt man sich damit ein kleines Loch, macht dort sein Häufchen rein, kratzt das wieder schön ordentlich zu, verbuddelt auch das Papier mit ordentlich und dann ist das überhaupt kein Thema. Ich finde es einfach ehrlich gesagt Schwachsinn, sich für so ein Auto eine Chemietablette. Ich finde es einfach Schwachsinn, sich für so ein Auto so eine Chemietoilette zu kaufen. Das ist umwelttechnisch einfach totaler Quark. Man muss es dann auch irgendwo hin entsorgen und man kann es mit Sicherheit nicht einfach so in die Natur schütten. Ne? Alternativ gibt es da noch sowas. Kann man sich im Internet bestellen. Ist eine sogenannte Klapptoilette. Die klappt man einfach auf. Dann wird ja einfach ein Beutel eingehangen. Ich würde noch empfehlen, in den Beutel Katzenstreu oder Hamstereinstreu irgend sowas mit rein zu tun. Dann kommt einfach noch unsere formschöne Klobrille drauf. Ja, und schon hat man quasi eine Toilette, auf der man seine Notdurft verrichten kann. Das Teil ist natürlich nur für einen absoluten Notfall, aber ja, wie gesagt, für Notfall ist es völlig okay. Ja, wenn man dann quasi fertig ist, wird dann einfach nur der Beutel wieder abgemacht, zusammengeknotet und man kann das Ganze entsorgen. Ganz ohne Chemie, ganz ohne Wasser. Okay, man hat den Plastikbeutel, das ist nicht so optimal, aber finde ich immer noch viel besser wie eine Chemietoilette. Wir haben es bis jetzt noch nicht gebraucht, aber für einen Notfall ist das durchaus okay. Die Toilette kann man natürlich auch einfach hier ins Auto reinstellen. Okay, kann man nicht. Alternativ habe ich mir gedacht, wir haben ja schon die Auflage quasi da für das Bett, wenn das ausgeklappt wird. Und da könnte man sich ja mit so einem Holzrahmen quasi ganz einfach eine Mini-Nottoilette bauen. Hier wird im Prinzip einfach nur der Beutel eingehangen. Gleiches Prinzip wie bei dem Klappstuhl. Man kann sich draufsetzen, kann sein Geschäft notdürftig verrichten und danach den Beutel wieder entsorgen. Wie gesagt, ich würde immer empfehlen, bei dem Beutel noch mit bisschen Einstreu irgendwas reinmachen. Damit das ein bisschen saugfähig ist, Beutel zuknoten, weg, erledigt. Ja, Leute, es gibt ja auch die Situation, wo es draußen einfach zu kühl ist, um sich draußen zu duschen. Wie wir das mit dem Duschen draußen handhaben, haben wir euch in einem anderen Video schon gezeigt. Dafür bitte einfach mal auf meinen Kanal schauen. Ansonsten für kältere Tage funktioniert auch die, wir nennen es hier im Osten Katzenwäsche. Ich weiß nicht, wie das bei euch heißt. Auch ziemlich gut. Dass das Flugzeug weg ist. Jetzt weiß ich auch nicht, wo ich stehen geblieben bin. Wo ist denn dieses Drecksvieh? Ich sehe es nicht mehr. Ja, Leute, was ich euch auch noch mal zeigen wollte, ist zum Thema Hygiene, wie man sich auch mal ohne eine Dusche einfach waschen kann in so einem kleinen Auto. Wie wir das außerhalb vom Auto. Kann der Vogel mal seine Scheißmusik ausmachen? Schmeißt einen kleinen Topf in die Birne. Einfach nur einen kleinen Topf, den macht man voll mit Wasser, ein bisschen Seife rein, dann so einen kleinen Handwaschlappen, da kann man sich wunderbar auch im Auto überall schön abwaschen, danach abtrocknen und fertig. Haben wir mehrfach schon gemacht und ist ein guter Ersatz zur Dusche. Ja, Leute, viele haben mich gefragt, ob ich mittlerweile eine Lösung gefunden habe, diesen Spalt zwischen Markise und Auto zu schließen. Denn das Problem ist, dass wenn es regnet, regnet das schon ziemlich stark dann quasi direkt zur Tür hier rein. Und das ist nicht so dolle. Und dafür habe ich mir einfach was ganz Einfaches gebaut. So, und zwar ist das einfach nur ein Stück Baumarktplane zurechtgeschnitten und durch die Löcher am Rand einfach ein paar Fahrradgummis durchgefädelt. Lässt sich einfach und schnell montieren und erfüllt seinen Zweck.
So, diese Fahrradgummis werden ganz einfach nur eingehangen. Ich habe hier dafür mir für den Zweck ein kleines Loch gebaut, gebohrt in die Dachreling. Und die andere Seite, die hängen wir einfach hier oben direkt mit an der Markise ein. Dann wird das Ganze einfach gespannt. Und auf der anderen Seite auch eingehangen. Arschloch. Und hat dann letztendlich diesen Spalt geschlossen. Und das macht schon sehr viel aus. Also wenn es regnet, wird es jetzt hier vor dem Auto nicht mehr nass. Und ja, einfache und günstige Lösung.